Willkommen zurück zu Minecraft. Ich habe unten die Blöcke von den Glas als Scheiben ausgetauscht, aber ich finde, das hat ja gar keinen Unterschied. Deswegen baue ich jetzt hier oben einfach mit den Blöcken weiter. Und das funktioniert auch hier oben besser, weil man ja, oh nein, Mist, hier oben drauf rumlaufen soll oder kann später. Ich werde das Haus auch nicht zu groß machen, weil ich habe ja die Ziegelsteine gesehen und ich will, dass wir uns ein Haus aus Ziegelsteinen später bauen. Aber das kann man dann ja mit und mitmachen, aber so haben wir wenigstens für den Anfang schon mal wo was, wo wir uns verstecken können und Sachen lagern können. Und ja, ein Ort, wo wir hin können wieder, wenn wir von unseren Ausflugzielen zurück sind. Ich auf jeden Fall noch in irgendwann mal ein anderes Gebiet mal gucken. Und sowas. Vielleicht haben wir auch Glück, dass mal jemand mit uns spielt. Es wurde eben schon so neidisch auf meinem Bildschirm geguckt, so eine Art so, das scheint ja doch Spaß zu machen. Das gucke ich mir dann auch mal an. So, wir haben hier kein Holz mehr, das war klar. Wieso wundert mich das überhaupt? Einen anderen Boden machen wir auch noch. Ja, wir machen jetzt erstmal das Dach fertig. Ich weiß, es gibt Leute, die schönere Sachen bauen. Aber ich weiß nicht. Ist doch jetzt auch schön. Haben wir noch eine Axt? Ja, wir haben noch eine Axt. Zwar eine Holzaxt, aber ist ja nicht so schlimm. Wir haben sowieso kein Holz mehr, um irgendwas herzustellen. Deswegen... ich bin in die Kuhle gefallen. müssen wir jetzt erstmal gucken. Also mittlerweile kenne ich mich hier in dem kleinen Tal schon ein bisschen aus. So. Dann gehen wir wieder Bäume fällen. Das können wir mittlerweile sehr gut. Also ich muss sagen, die Musik ist wirklich sehr schön in dem Spiel, ne? So. Müssen wir ganz viel Holz mitnehmen. Oh, hier liegt Fleisch. Ich weiß nicht wieso, aber wir nehmen das mal mit, wenn das da so rumliegt, ne? So. Die Setzlinge tun wir gleich wieder direkt setzen, dass da neue Bäume wachsen. Ich glaube, das dauert ja auch eine Zeit lang, bis das passiert. Ja, da oben komme ich jetzt nicht dran, ist jetzt auch nicht schlimm. Also, sobald wir eine Schere haben, können wir auch hier diese so abbauen. Auch hier die, wie heißt die Lianen von den Bäumen? Dann können wir die schön an unser Haus machen. So. Ich sollte nicht so weit in den Wald reinlaufen. Sonst finde ich gleich wirklich nicht mehr zurück. Ja, ist ja schon okay. Wir wären bestimmt schon 100-mal gestorben wegen diesen blöden Büsche da. Oh nein, die ist kaputt, die Axt. Okay, ich hoffe, das reicht jetzt an Holz. Oder wegen Stürze. Eins von beiden, da wären wir gestorben von. Wegen. Ja, so.
Okay, dann tun wir das wieder in den Ofen, das Holz. Damit wir unser Dach mal fertig kriegen. Das wird es natürlich dauern. Man kann nicht aber wieder die Sachen hier sortieren. Das kann hier rein. Was ist das denn überhaupt? Weiße Wolle. Okay. Ach, ich wollte die Setzlinge noch setzen gehen, ne? Machen wir schnell. So. Können wir einen hier setzen? Ein. Oh. Nee, zu nah aneinander dürfen die nicht, weil die da nicht wachsen. Und jetzt noch hier einen hin. So. Ach, Kacke, wir hätten noch Holz behalten können für die Fackeln. Mist. Ich habe ja noch jede Menge Kohle gefunden. So. Ja, haben wir schon mal vier wieder. Fünf. Ach nee, oder? Warte, wir tun jetzt erstmal Fackeln herstellen nochmal. Wo war das nochmal? Da hinten. Ach, wir müssen ja erst, genau, wir müssen erst. Wieso können wir die nicht herstellen? Falsches Holz dafür? Okay, dann machen wir ein paar Fackeln. So. Ach, okay. Da gibt es auch noch Unterschiede. So, machen wir so viele, wie wir haben. Okay, wir hätten sogar noch mehr, aber wir müssen ja auch noch unser Dach fertig kriegen, ne? So. Da läuft es wieder. Aber es war's in der Zeit. Können wir noch mal? Nee, ich glaube, wir können keine Axt mehr herstellen, weil wir kein Holz haben, ne? Nee. Egal, dann müssen wir das so abhacken. Mit unserer bloßen Hand. Weil wir es können. Gehen die Fackeln nach einer Zeit aus? Ich meine, ich hätte in Erinnerung, dass wir hier welche stehen hatten. Ach, guck mal hier, sind noch Setzlinge. Setzen wir direkt einen noch hier hin. Hier, und da kommt noch hier einer hin. Und hier. Ach, guck mal, hier ist auch noch einer. So. Ich könnte das Holz-Let's Play nennen, wenn wir nur Holz abbauen irgendwie. So. Ich werde die auch einfach stehen lassen. Das ist dann einfach unser Wegweiser. Wir können ja mal noch so einen Weg dann von unserem Haus in den Wald bauen. Könnten wir ja auch machen. So. Ich weiß, mit einer Axt geht es schneller, aber ich hatte eben kein Holz. So. Nein, lass das doch. Ich guck einfach mal, wo es hier so lang geht. Ob wir irgendwas Interessantes vielleicht finden oder so. Mal was anderes. Außer Wald.
Nebenbei nehmen wir immer was Holz mit. Dauert schon wirklich sehr lange, ne? Immer. So. Ach, wir sind mitten im Baum reingelaufen, ne? Okay. Ich habe halt ein bisschen Angst, dass wir uns verlaufen. Aber ich will halt auch mal gucken, was halt noch gibt, ne? Hier sind wir sind eigentlich, glaube ich, in so einem Waldgebiet gelandet. Ob es nur Bäume gibt? Was ist denn das da unten? Ich weiß nicht, wie wir wieder hochkommen sollen, aber das schaffe ich schon irgendwie. Achso, das ist auch ein Baum. Oh Gott, die Karte. Irgendwie zeigt die Karte immer das Gleiche an. Ey, ich muss die Karte wieder mitnehmen. Okay, wir laufen einfach mal wieder in die Richtung zurück, wo wir herkamen. Ach, hier oben wieder. Na? Hier hoch. Ihr könnt mir gerne mal eure Tipps in die Kommentare schreiben, wie ihr das am besten macht, dass man sich nicht verläuft. Ob ihr euch auch Wegweiser setzt, wie ich jetzt mit den Fackeln einfach? Oder ob es da noch andere Möglichkeiten gibt, die vielleicht besser sind, als ich mit meinen Fackeln. Immer so viele Beeren wie möglich mit, weil wenn wir das einschalten und nichts zu essen haben, können wir die ja essen. Denke ich mal, oder? Und dann gehen die uns hier im Sack, wenn wir hier mal herkommen, um irgendwas zu machen. Ah, ist das eine Höhle? Sieht so aus. Soll mal in der Höhle reingehen? Was machen wir erst, wenn wir eine Ausrüstung haben und sowas? So. Noch das Holz ein bisschen mitnehmen. Wo haben wir denn überhaupt jetzt? Ach, wir haben voll wenig. Ich hab gedacht, wir hätten jetzt hier schon sonst was. Ich bin gespannt, wie das Let's Play bei euch ankommt. Ich nehme jetzt einfach ein paar Folgen im Voraus auf. Werde die vielleicht auch heute Abend vielleicht noch bearbeiten oder halt morgen oder so. Und mal gucken. So, ist hier noch was runtergefallen? Nee, okay. Oh, Katze. Boah, die läuft immer auf meinem Magen rum. Als ob, oh, ist ja nichts Schlimmes, ne? Hier lang müssen wir. Nein. Ich sehe nichts mehr. So. Nein. So und so. Das Spiel möchte nicht. Okay, da vorne liegt eine Fackel. Musste gerade gucken, wo lang jetzt. Ist
sind überall nur Bäume, ne? Ich will eigentlich immer gerne so ein Wüstengebiet oder, ich weiß nicht. Was anderes. Einfach was anderes sehen. So, jetzt aber. Oh. Nee, die Beeren können wir nicht essen, ne? Die sind da vergiftet oder so. Das wäre dann blöd. Vielleicht können wir aber irgendwie da was herstellen mit. Es gibt ja nicht umsonst so viele, oder? Sehen aus wie so Schneebären, um ehrlich zu sein. Wo lang müssen wir denn jetzt? Die eine Fackel stand da hinten, ne? Hier vorne. Heißt das, wir müssen jetzt da lang? Karte? Toll, auf der Karte werden wir nicht wirklich angezeigt, ne? Das ist auch so... ein bisschen überflüssig. Ach, da ist eine Fackel. Hier vorne. Das sieht doch hier gut aus. Na mal. So. Da müssen wir eigentlich genug Holz haben, oder? So. Nehmen wir ein paar rote Blumen mit. Wer weiß, für was wir die gebrauchen können. Und unsere schönen Beeren. Hier ist auch noch ein Setzling. Und hier auch noch. Und hier. So, wir müssen gleich eigentlich wieder zu Hause sein. Genau, hier ist das Tal. Ne? Unser großes Tal. Jetzt nur ein paar Setzlinge wieder. Ach, da stand einer. Hoffentlich wachsen die da beide. Da kommt einer hin, da kommt einer hin, da kommt einer hin, da einer und hier. So, ist hier auch noch was runtergekommen? Nö, sieht nicht so aus. Doch hier, nee, der ist schon gepflanzt, okay. Dann gucken wir mal. So. Vielleicht können wir auch irgendwas anbauen oder sowas. Das wäre cool. Wir hatten keinen Sand eben, ne? Ah, wir hätten Sand suchen müssen. Egal, ich glaube, ich weiß ja noch, wo Sand gab. Das war in der anderen Richtung. Aber wir gucken erstmal, vielleicht reicht das auch schon. Dann müssen wir keinen Sand holen, aber wir könnten gleich Steine auf jeden Fall noch holen gehen. So. Nein! Ich glaube, man kann Glas nicht abbauen, ohne dass man es kaputt macht, ne? Ich glaube, das geht nicht. So. Meint ihr, das reicht, ne? So. Ich glaube,
Wir haben das Haus jetzt fertig, ne? Also auch noch anstarren. Ja, okay, ich dachte gerade, jetzt fehlt uns ein Stein für das Haus. Oh, wir haben es fertig. Also jetzt, also das Grundgerüst ist fertig, ne? Ist doch schick geworden. Warte mal. Dann baue ich schon mal das hier wieder weg. Wir bauen wahrscheinlich sowieso mal wieder was hin, um da hochzukommen. Aber dann haben wir das schon mal gut fertig hingekriegt. Das brauchen wir erstmal nicht mehr. Das Holz nehme ich mal mit. Lieber die Erde. Tun wir mal weg. Die Kohle so lange weg. Ah, nee, warte mal. Nehmen wir mit, da können wir gleich jetzt noch, was machen? Noch die Dings pflanzen. Die Pflanzen. Die Fackeln machen. Unsere Beeren tun wir mal hier rein. Süßbeeren steht da, okay. Ich habe Schneebären, glaube ich, eben gesagt. Aber hätte ja sein können, ne? Fackeln. Ne, dafür müssen wir erstmal aus Holz. Ne, wir müssen erstmal. 2, 3, 4. Der macht die nicht aus denen. Macht er die aus die? Oh Gott. Okay, jetzt kommen Fackeln dran. So, super. Mal das lagern wir mal, würde ich sagen. Nee, wir nehmen was mit. Können wir noch irgendwas anderes herstellen? Spitzhacke, könnten wir nochmal eine machen. Eine Schaufel, machen wir auch nochmal eine. Axt auf jeden Fall, wir haben kein Holz mehr. Keinen Stein. Haben wir hier noch Stein drin? Das war der falsche Taste. Das ist Kiesel. Ein Stein haben wir. Granit haben wir, okay. Oh, hoppala. Was macht man denn damit? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt wieder ein paar Fackeln und Steinäxte. Hier können wir noch die Blumen reintun. Die werden wir auch noch später irgendwie hier so drumherum machen. Damit es hier ganz schön aussieht. Jetzt gehen wir auf jeden Fall noch Stein holen. Da war ich nämlich letztens hier hinten in die Ecke gegangen. Da ist nämlich so ein... Da war auch so diese... die Kohle für Fackeln zu machen. Und ich hatte auch vor, mal in diese Richtung dann da einfach mal... spazieren zu gehen, wenn man das so nennen kann. So. Mal die Erde da weg. Erde weg. So. Hier war auch dieses, wie heißt es? Ich weiß nicht mehr, wie das hieß, das Grüne, aber das war, gab es auch hier. Da gibt es sogar Blaues, sehe ich gerade. Ich weiß zwar nicht, was es ist, aber wir nehmen es mal mit. Und wir setzen nochmal eine Fackel hin. Wer weiß, für was wir das brauchen, ne? Ist blöd, dass sie jetzt nicht anzeigen, so das ist das und das, ne? Das wäre cool. Klar, ich könnte es im Inventar nachgucken, aber wir nehmen das einfach mal mit. Wer weiß, für was wir das brauchen. Und dann haben wir das schon. Das ist auch lila? Sehe ich jetzt gerade richtig rosa? Okay. Ich weiß zwar jetzt nicht, was das ist, aber wir nehmen es mit. So, da ist auch noch ein bisschen rosa und blau. Ach, guck mal, da ist auch noch rosa, sehe ich.
Ah, die Axt ist gleich. Ach, die Steinhacke ist gleich kaputt. Was ist das überhaupt, das Blaue? Dronit. Okay, was macht man damit? Und das ist Granit. Also, war doch kein. Was ist denn das Rosane gewesen? Ja, das haben wir gar nicht richtig abgebaut. Oh, es sah nur einfach nur rosa aus. Kann natürlich auch sein. Nee, das ist rosa da oben. Keine Ahnung, was das ist. So. Wir lassen das jetzt einfach mal so. Da können wir ja wiederkommen. Gibt es hier noch was? Wollen wir da einfach mal reingehen? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, aber. Ach so, da kommen wir auch hier raus. Wie cool. Okay, haben wir einen Tunnel entdeckt. Den könnte man ja auch so gesehen ausbauen, ne? Und irgendwie dann benennen. So, wir bauen das mal für die Fackeln ab. Dann kriegen wir ja auch Erfahrungspunkte. Ich weiß zwar nicht, für was wir die brauchen, die Punkte. Okay. Wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt einfach hier gelandet. Im blauen Wald. Okay. Dann gucken wir. Da gehen wir auf jeden Fall später hin. Ja, mal, ich baue noch die blauen ab. Aber mal, ist das da unten in der Leiste das, was jetzt neu war? Dieses lila pinke? Rosane? Und der ist Fichtenholz, okay. Dann mache ich mal aber diese Lücke da vorne zu, damit wir da nicht reinfallen später. Muss aber erstmal wieder raus. Naja, es kann ja auch eigentlich offen bleiben. Dann haben wir jetzt so eine kleine Treppe für da runter, um das abzubauen. Ja, hier unter der Erde hier was. Ich glaube zwar nicht, aber. Hier ist auch nur Stein. Aber was Erde mitzunehmen, ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Dann können wir halt immer das dahin bauen, wenn wir irgendwo hoch müssen. Aber hier scheint nichts Besonderes zu sein. Ich glaube, wir müssen in so wirklich in so Minen rein, um so Diamanten oder sowas zu finden. Aber das machen wir noch alles. Ja. Okay, dann würde ich sagen, wir machen einfach für. Ach, da geht's auch noch lang. Warte, wir gucken. Da gucken wir auch noch. Hier gibt's wieder Mäuse. Okay. Hier scheint aber nichts drin zu sein. Was ist das denn hier? Okay, da kriegen wir Streichhölzer raus. Ah, okay, was ist denn das? Wartet mal, ich setze mal kurz eine Fackel. Ich weiß, ich wollte aufhören. Okay, das kommt. Also ich glaube, das ist Kies, ne? Scheint aber nichts hinter sein zu sein, zu Besonderes. Ich mache noch die rosa Steinchen weg. Nee, es scheint nur Kies. Aber komm, aus dem Kies Streichhölzer raus.
Wieso das denn? Guckt. Die nehmen wir natürlich mit, ne? Für was können wir denn Kies gebrauchen? Ich weiß es nicht. Aber hier ist auch nichts, ne? Nö, hier ist nichts Besonderes. Okay, dann gehen wir hier wieder raus. Und ja, dann würde ich sagen, dann gucken wir in der nächsten Folge. Dann gehen wir mal in diesen blauen Wald. Und danke, dass ihr reingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal.